Wenn man jetzt, und das habe ich gemacht mit dieser Folie, Kriterien des nachhaltigen Lernens zusammenbringt mit den typischen Funktionen digitaler Medien. Also denken Sie an die Folie von Hilbert Meyer und den Möglichkeiten, die digitale Medien davon bieten. Doch schon auch einiges. Viele ersetzen ja auch dann diese Funktionen der analogen Medien. Und dann habe ich das hier zusammengestellt. Das sind alles Möglichkeiten, die man heute ohne größere Schwierigkeiten im Unterricht nutzen könnte. Da geht es um Lesen und Schreiben, da geht es um Annotieren, da geht es um Veranschaulichen, um Aktivieren, Rechnen, Programmieren, Kommunizieren, Kollaborieren, Prüfen und Beurteilen. Und nehmen wir jetzt vielleicht mal die Möglichkeiten des Lesens und Schreibens raus, mit Text oder auch mit Hypertext. Gerade Hypertext ist da ganz interessant, weil wie häufig ist es so, wenn Sie in einem Buch lesen, vielleicht gerade auch in einem Fachbuch, gerade wenn man am Anfang des Studiums ist, dann stolpert man mehr oder weniger in jedem Satz, gerade wenn es ein Fachbuch ist, stolpert man in jedem Satz über zwei, drei Begriffe. Da wünscht man sich eigentlich, dass man da draufklicken könnte und dann käme die Erklärung in Wikipedia. Ja, was ist das? Wünscht man sich. Also da ist Hypertext. Und warum, wenn es die Möglichkeit gibt, gibt es eigentlich noch nicht für Schule? Ja, während das wir als alle mit der Wikipedia nutzen können, warum gibt es diese Möglichkeit? Fragt man sich zumindest. Ja. Man könnte aber auch jetzt an Annotationsmöglichkeiten denken, beim Lesen zum Beispiel von PDFs. Ich weiß nicht, wie Sie das machen, aber wenn ich mit einem physischen Buch arbeite, also zum Beispiel, wenn ich das mit dem Zug nehme, oder auch, also ein physisches Buch ist durchaus nochmal sehr, sehr attraktiv zum Arbeiten für mich, wenn es mein eigenes Buch ist, weil, jetzt machen Sie das nicht mit Büchern aus der Bibliothek, ich dann anfange, da rumzukritzeln, unterstreiche, mache mir Notizen dazu und so weiter. Ich weiß nicht, ob Sie auch so arbeiten. Das kann man ja häufig nur dann machen, wenn einem das Buch gehört. Und in Schulbüchern herumschmieren ist ja ohnehin verboten, wie wir alle gelernt haben, glaube ich, wenn man das einmal gemacht hat. Das Interessante dabei ist nur, dass man mittlerweile ja gerade, wenn man PDFs zum Beispiel am Tablet innerhalb der Schule bearbeitet, man ja genauso annotieren könnte, wie wenn mir das Buch gehört. Also ich kann unterstreichen, ich kann markieren, ich kann Text dazu schreiben, ich kann Hypertext einfügen und ähnliches. Aber wenn Sie mal in die reale Welt schauen, in der Schule, findet das so gut wie kaum statt. Ja. Was sagen Sie denn da zum Thema Ablenkbarkeit in Bezug auf? In Bezug auf digitale Medien. Das macht der Punkt, ob ich jetzt ein Buch von mir habe, um es anzuschreiben, oder ob ich PDF-Text habe und dann jederzeit noch ganz anders kann oder eine Mail aufkommt. Da müsste man jetzt differenzieren. Also meinen Sie die Unterrichts-, meinen Sie die Situation im Unterricht? Meinen Sie sozusagen, wenn wir selbst arbeiten? Ja? Oder meinen Sie, wenn Ihre Schülerinnen und Schüler Freiarbeit machen? Und da finde ich, müsste man differenzieren und entsprechend unterschiedlich fallen die Antworten aus. In jedem Fall ist es aber eine Antwort kommt sozusagen in allen drei Strategien und die ist Disziplin. Also bis hin zu der Disziplin, wenn Sie selbst am Rechner arbeiten. Und da gibt es natürlich auch kleine Tricks, dass man einfach die Benachrichtigungsfunktionen ausschaltet. Interessant ist auch, worauf Aufmerksamkeit, also ich möchte zumindest so einen winzigen Exkurs, weil ich merke, da einige von Ihnen interessiert das sehr, würde ich zumindest nur so einen kleinen Mini-Exkurs zu Ihrer Frage. Ich würde mal sagen, so bis vor 10, 15 Jahren ging man davon aus, dass jegliche Störung die Effektivität des Arbeitens beeinflusst. Und zwar negativ. Ja? Das heißt also, dass das die Frage nach der Aufmerksamkeit ist, wenn ich nicht voll fokussiert bin auf dieses Buch, dann ist der Lerneffekt geringer, war die Annahme. Aber diese Annahme hält sich heute nicht.
Man hat festgestellt, und das im Zuge, also das finden Sie unter dem Begriff des Jigsaw, also des Jigsaw-Effekts, also von, wie heißt das denn, Sägezahn-Effekt, ja. Man hat festgestellt, dass die Konzentration überhaupt nicht negativ beeinträchtigt wird, wenn man dieses Multitasking macht, was wir, Klammer auf, alle, ich auch, ja, alle machen. Das heißt, wir arbeiten konzentriert an einem Text, uns fällt kein Gedanke ein, wir gucken mal, was gibt es Neues bei Instagram oder bei Facebook und machen konzentriert wieder weiter. Und eigentlich ist das nichts anderes, als früher, wenn die Menschen dann aus dem Fenster geschaut haben. Oder mal kurz aufgestanden und einen Block gehört. Und interessant ist, dass in diesen Studien, also es gibt natürlich andere Studien aus älterer Zeit, die sagen, die Aufmerksamkeit ist wichtig, aber diese Studie sagt eben, es hat keinen Effekt. Also wir stören uns dadurch nicht. Wenn das Verhältnis dann nicht stimmt, und das hat wiederum was mit Disziplin zu tun, wenn wir 5 Minuten an der, was weiß ich, an dem Text arbeiten, an dem wir gerade arbeiten, an der Masterarbeit und den restlichen Tag bei Facebook gucken, dann wird natürlich die Masterarbeit nicht geschrieben. Aber diese leichten Ablenkungen sind manchmal sogar kreativitätsfördernd, weil sie uns auf andere Gedanken bringen. Ja. Zu dem, was Sie sagen, haben wir natürlich noch das Problem, wenn es um die Unterrichtssituation geht, dass Sie das nicht selbst beeinflussen können und dass das aber hoch individuell ist. Also was für den einen vielleicht eine Pause ist, eine kreativ schöpfende Pause, ist für den anderen eine Störung. Und das natürlich gerade, wenn wir darauf verwiesen sind, zusammenzuarbeiten, ist natürlich ein Problem. Also das ist eine Aushandlungssache, ja. Und jetzt in diesem Fall, jetzt in der Praxis, kann ich damit nur sagen, ich habe einige Tablet-Projekte betreut, in denen anfänglich die Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, nämlich Lehrerinnen und Lehrer, die diese Tablet-Projekte auch mit begleitet haben, wirklich enorme Befürchtungen hatten. Aufmerksamkeit war da immer ein großes Problem. Und es war in der Realität selten ein Problem. Manchmal konnte man das dadurch lösen. Zum Beispiel war es so, dass bei den ersten Tablet-Projekten war es so, dass die Kinder immer auch während des Unterrichts dann erstmal versucht haben, die Handhabbarkeit des Tablets und kamen dann von einer App zur nächsten, eigentlich so aus lauter Begeisterung für die Möglichkeiten. Und was hat man gemacht? Eigentlich eine ganz einfache, ganz simple Lösung. Statt den Kindern die Tablets zum Beginn des Schuljahres auszugeben, hat man ihnen die Tablets schon zum Ende des vorherigen Schuljahres gegeben. Das heißt, sie hatten die kompletten Ferienzeit, mit dem Tablet alles durchzuspielen, was sie gerne wollten. Und zu Beginn des Unterrichts, also zu Beginn des Schuljahres, konnte der Unterricht bleiben. Also manchmal sind es die einfachen Lösungen und die kreativen Lösungen, die dann da funktionieren. Also gibt es ganz viele Erfahrungen, die Sie auch nachlesen können, wer da an eine Schule kommt mit Tablets, da gibt es ganz viele. Also Empfehlungen aus der Praxis, wie das dann doch wieder funktioniert. Und was man auch nicht unterschätzen darf, und das ist gleich noch mein nächster Punkt, wenn es um Kommunizieren und Kollaboration geht, ich habe ja gerade gesagt, Störungen können positiv sein. Hier wird so eines der Dauerbrenner-Themen, beispielsweise in den Staatsexamensprüfungen, wie man Störungen vermeiden kann, das Learning Management oder das Classroom Management. Und häufig ist es aber so, wenn Sie jetzt nicht aus der Perspektive, ne, das werden wir nochmal zurück, wenn Sie nicht aus der Perspektive des Lehrers schauen, ja, also da stört jemand Ihren Unterricht, sondern wenn Sie aus der Perspektive der Schülerin, oder des Schülers, des Lerners schauen, dann ist das wiederum interessant. Kommunikation und die Kollaboration. Weil die Frage ist ja auch, wann lernen wir am besten? Und wenn Sie da mal auch selbstkritisch hinterfragen, wann lerne ich am besten, wenn ich etwas aktiv tun kann? Wenn ich beispielsweise
mit anderen diskutieren kann über die Dinge, die ich mir gerade angelesen habe. Ist auf jeden Fall was dran. Können wir mal so stehen lassen? Und da bieten natürlich gerade soziale Netzwerke auch eine wunderbare Möglichkeit, auch für den Unterricht. Klar, sind wir wieder bei der Ablenkung, aber vielleicht ist die Ablenkung auch kreativitätsfördernd. Ja, und dann natürlich der Klassiker der Mediendidaktik, Bilder, Bewegtbilder, Videos, Animationen und so weiter, können dazu beitragen, gerade im naturwissenschaftlichen Unterricht zum Beispiel, Zusammenhänge zu illustrieren, komplexe Prozesse darzustellen und so weiter. Man könnte auch an die Karten denken, erinnern Sie sich an die zweite Sitzung, in der es um Orientierung ging. Ich habe Ihnen ein paar Karten gezeigt. Stellen Sie sich vor, welches Mehrwissen eine Karte Ihnen bietet, wenn Sie aus der Vogelperspektive auf eine Stadt schauen können, die Sie aus der Froschperspektive, wenn Sie nämlich in den Straßenschluchten sind, nicht haben. Ja? Allein da kann man sehen, was sozusagen Bilder für eine Wirkung erzeugen können. Und ganz besonders interessant ist natürlich die Wirkung von Bildern, gerade für diejenigen, die noch nicht lesen können. Und da könnte man jetzt an ihre Grundschülerinnen und Grundschüler denken, aber man kann auch einfach in der Zeit ein bisschen zurückblicken. Es war nämlich so, dass gerade in früheren Jahren, noch bevor die allgemeine Schulpflicht eingeführt wurde, so lange ist das nämlich noch nicht her, die Menschen keine so gute Möglichkeit hatten, einfach Texte zu lesen und darüber etwas zu erfahren, über die Dinge, die außerhalb ihres lokalen Umfeldes passierten. Und dafür gab es zum Beispiel bebilderte Kreuzgänge. Das, was Sie hier sehen, ist ein Foto aus dem Dom in Brixen, in Südtirol ist das. Sehr empfehlenswert, wenn Sie mal in Brixen sein sollten. Bozen ist in der Nähe. Machen Sie unbedingt einen Ausflug in diesen Dom. Da kann man in den Kreuzgang hinein. Das ist dieser hier. Und das war natürlich für die Menschen damals, die aus ihrem Bergdorf da kaum rausgekommen sind, war das natürlich der Blick in die große weite Welt. Ja, da konnte man staunend an den Himmel starrend durch diesen Kreuzgang gehen und konnte sozusagen die Dinge sehen, die man nicht ohne weiteres sonst dargeboten bekommt. Also beispielsweise war es so, dass irgendwann einmal dann ein Elefant nach Brixen kam. Aber noch bevor dieser Elefant kam, hatten die Menschen ja keine Möglichkeit, so wie wir heute können, jetzt einfach in den Zoo zu gehen und sich einen Elefant anzuschauen, konnten sich dort aber in diesem Kreuzgang einen anschauen. Das Problem wiederum ist, auch wieder kleiner Funfact, dass der Maler, der diesen Elefanten gemalt hat, selbst vorher noch nie einen Elefanten gesehen hat und nur anhand von Beschreibungen diesen Elefant gemalt hat. Und dieser Elefant wurde ihm beschrieben als ein Pferd mit langer Nase. Und entsprechend sieht dann jetzt der Elefant hier aus. Das soll ein Elefant sein. Ja? Also später kam dann ein echter Elefant mal über die Alpen nach Brixen, aber da hat man das dann nicht mehr übermalt. Also Sie sehen, Bilder haben einen Wert, wenn es um Bildung geht. Wir gucken uns das gleich nochmal genauer an. Da sind wir nämlich, wenn es um Bildung geht, bei Comenius. Jetzt war Comenius wahrscheinlich nicht der Erste, der Bilder eingesetzt hat in pädagogischen Kontexten. Das ist wahrscheinlich schon viel älter. Aber das Jugend- und Schulbuch, das er 1658, das ist fast 400 Jahre her, was er damals gezeichnet hat, das können Sie heute sich immer noch anschauen. Hier sehen Sie einen Scan davon. Und jetzt könnte ich, was durchaus ein interessantes Thema noch wäre, aber das wird jetzt hier zu weit führen, würde ich Ihnen zumindest so mal die Begriffe nur noch sagen. Jetzt könnte man ganz viel noch zum Text, Bild und Diagramm verstehen machen, weil das durchaus hier für didaktische Kontexte noch ganz interessant ist. Aber 50 Studien von Wolfgang Bannert, von Maria Bannert und Wolfgang Schnotz finden Sie dazu. Die haben da sehr viel dazu geforscht, dazu, wie man sich Dinge leichter erschließen kann. Also jetzt mal nur, ich habe ja gesagt, ich gebe Ihnen nur das Konzeptwissen, nur das Überblickswissen. Also ganz reduziert kann man sagen, aus diesen Studien, die beide durchgeführt haben, wenn es darum geht, sich erstmal Inhalte erschließen zu können, dann hilft ein Bild,
Wenn es dann darum geht, die Details sich zu erarbeiten, dann braucht man einen Text. Und insofern, das ist so die Formel, die man aus diesen Studien ziehen kann. Ganz grobe Formel.